die ganze Reihenfolge runtergebetet. Wenn ihr dem Volker ein Zeichen gebt, da war glaube ich bei Runde 13 oder sowas. Wenn ihr dem Volker ein Zeichen gebt, ich halte ab jetzt meine Klappe und dann müsste das vielleicht auch so und so gehen. Das werde ich dann bis zu dem ausgemachten Punkt fahren. Thank you.
an dem 4. Weltmeisterschaftslauf für Formel 1 Rennwagen in dieser Saison. 69 von 80 Runden sind gefahren. Die Spitze ist unverändert. Wenn man nicht sagen will, dass die drei führenden Fahrzeuge noch enger aufeinander gerückt sind. In Front liegt weiter der Südafrikaner Jody Scheckter auf dem Wolf hier mit der Nummer 20. Dahinter der Amerikaner Mario Andretti mit der Nummer 5 auf dem Lotus. Und Niki Lauda, der Österreicher, Weltmeister von 1975, in dritter Position. Hier haben Sie die drei Fahrer in einem Bild. 69 Runden, jetzt gehen Sie in die 70. Runde. In der Zwischenzeit gab es einige prominente Ausfälle. Nur noch 15 Fahrer sind im Rennen. Ausgefallen sind unter anderem, das haben Sie bereits erlebt, in der ersten Runde Brambilla, dann Reutemann, Jochen Maas musste in der 39. Runde an die Boxen fahren und kam nicht mehr wieder. Alan Jones, 40. Runde ausgefallen, dann John Watson in der 44. Runde und Stuck in der 53. Runde. Kein deutscher Fahrer mehr im Feld. Das Fahrzeug des ATS Penske Teams mit Jean-Pierre Charrier liegt immer noch auf dem 8. Platz, dicht hinter Gunnar Nilsson auf Lotus, der den 7. Rang innehat. Ein Interview hier von unseren amerikanischen Kollegen eingeblendet mit Niki Lauda, von dem wir leider keinen Ton haben. Ungeheuer spannend diese Schlussphase, eines der spannendsten Rennen in den letzten Jahren. Nur diese drei Fahrer kommen für den Sieg in Frage. Der 4. Rang, den Jacques Lafitte auf dem Niger Matra innehat, er liegt bereits 60 Sekunden zurück, hat also keine Möglichkeit mehr, in den verbleibenden 9 Runden noch aufzuschließen. Wir wollen uns jetzt ganz auf diese drei Fahrer konzentrieren, abwarten, wie sie das Rennen fahren, welche taktischen Maßnahmen sie geplant haben. Manchmal schien es so in der Zwischenzeit, als könnte Andretti und Lauda ohne Schwierigkeit dem Tempo von Scheckter folgen. Der Abstand zwischen Scheckter und Andretti hatte sich durch verschiedene Überrundungsmanöver hin und wieder etwas vergrößert. Lauda hielt ständig das Hinterrad von Andretti. Für zwei bekannte Teams gab es bisher fast ein Waterloo, so möchte ich sagen. McLaren, das den Weltmeister James Hunt stellt, hat praktisch keinen Mann mehr im Rennen. Hunt fährt zwar noch, aber liegt bereits eine Runde zurück. Auf der 9. Position, Maas ist ausgeschieden. Das sind keine Ränge, über die man bei McLaren diskutiert. Kein Brabham mehr im Team, das Team, von dem Hans-Joachim Stuck gesagt hat, er von ATS auf dieses Team umstieg. Das ist die Chance meines Lebens. Der ATS Penske, sehr sorgfältig und gut vorbereitet für sein ausgezeichnetes Rennen. Die Leute aus Bad Dürkheim scheinen auch mit Jean-Pierre Charrier einen guten Griff getan zu haben. 72 Runden in der Zwischenzeit gefahren. Eingang auf die Gerade, erster Gang, Shoreline Drive. Jetzt beschleunigen, dritter, vierter, fünfter Gang. Die McLaren sind die einzigen, die ein Sechsganggetriebe drin haben. Keiner davon vorne dabei. In der Zwischenzeit Charrier an Nilsson vorbeigegangen auf dem 7. Rang. Auch Hunt hat Nilsson überholt und ist jetzt 8. Wie gesagt, aber eine Runde zurück, keine Möglichkeit für diese Fahrzeuge noch ins Rennen einzugreifen. Auffahrt zur Zielgeraden Ocean Boulevard. Hinaufbeschleunigen auf dem 5. Gang. Die Gerade ist nicht allzu lang, es reicht kaum zum Überholen hier.
73 Runden gefahren. Ein Sprung hinein in dieses Abwärtsstück erfordert volle Konzentration. Niki Lauda, manchmal hatte man den Eindruck, er fährt etwas auf Abwarten. Wir wollen sehen, welche Möglichkeiten er noch hat. Andretti hatte schon verschiedene Male versucht, Scheckter auszubremsen. Bisher ist es ihm nicht gelungen. Gunnar Nilsson hier. Zurückliegende Fahrzeuge. Das war gerade die Nummer 4 im Rennen. Der Mann auf dem vierten Platz. Jacques Lafitte auf dem Ligier Matra. Die Spitze.